Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus Helsinki, aus dem U14 Autograph Collection Marriott by Bonvoy Hotel. Ich war heute bei Topi Manner, dem CEO von Finnair, habe dort den Quartalszahlen gelauscht, seiner Strategie gelauscht und auch festgestellt, Fliegen wird teurer wegen Kerosin. Das ist das, was wir ja festgestellt haben wegen dem SAF-Beimischung, aber auch Kerosin grundsätzlich wird teurer. Deshalb sollten wir uns auf steigende Ticketpreise einstellen. Was auch ein Takeaway ist, Flüge, die im Sommer stattfinden, sind sehr, sehr stark nachgefragt. Das heißt also, wer jetzt noch für den Sommer was buchen will, kann jetzt noch was finden. Aber wer halt da im Sommer zu lange wartet, wird dann leider, ja, ich sage jetzt mal, enttäuscht werden. Denn die, nennen wir es einfach mal, die Angebote sind immer noch nicht da, wo sie sein sollten. Für Finnair selber sind die Zahlen relativ gut. Man ist im Aufwind. Man kriegt noch 2 neue Flugzeuge. Man wartet mit der Flottenerneuerung der 320er-Serie, die ich ja schon berichtet hatte. Also da ist er nochmal am Warten, weil Topi möchte erstmal gucken, dass man die ganzen Zahlen konsolidiert. Aber jetzt zu den Themen von heute. Heute habe ich euch 3 Themen rausgesucht, die spannend sind und interessant sind. Einmal bei der Delta, eine 767 hatte irgendwie ein Toilettenproblem und deshalb ist die Steuerung beim Flugzeug ausgefallen. Ja, es gab Probleme, das Flugzeug zu steuern, dazu gleich mehr. Aber auch von Lufthansa, CityJet fliegt mit CRJ-1000ern für die Lufthansa. Aber das, was eigentlich am spannendsten ist, Lufthansa hat den Winterflugplan A380-Plan uns erklärt und sie haben uns gesagt, 2025 kommt der Flottennachfolger. Und da sind wir auch direkt schon im ersten Thema drin, aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke an, Like, Kanalmitgliedschaft, aber auch kommentieren. Ich werde sie heute im Nachgang kommentieren, weil ich gehe heute einfach mal noch mal ein bisschen in die Stadt. Die Sonne scheint. So, Lufthansa stopft mit der 380er natürlich die Kapazitätslücken, die man hat. Und mit den 380ern, die man hat, ist die Kapazitätslücke bei 1 Million Sitzplätzen oder mehr. Ja, 7-stellig. Das kann man fast nicht glauben. Und es werden halt 2 Nordamerika-Linien aus München aufgenommen. Das war ja dann logischerweise in Boston und New York, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann wird es so sein, dass man im Herbst ein neues, weiteres A380er-Ziel aufnimmt. Und im Sommer wird man dann die 2 einsetzen. Die dritte wird als Reserve dienen, dass man da halt auch eine Reserve hat. Das sagte Lufthansa-Bereichsvorstand Jens Ritter in München am Dienstagabend. Und dann, wie ich ja sagte, am 1. Juni Boston und am 4. Juli New York. Die Maschine Nummer 4, die kommt im Oktober und wird dann Los Angeles aufnehmen, aber auch Bangkok wird aufgenommen. Das ist richtig cool, denn da ist die Ticketnachfrage gerade besonders groß. Die Leute wollen alle nach Thailand. Kann ich verstehen, super geil da. Die 380er-Reaktivierung ist für die Lufthansa ein Thema, weil man wirklich diese Kapazitätsengpässe hat aufgrund der Flugzeuge, die fehlen. Und allein in diesem Sommer befördert man 50.000 zusätzliche Gäste mit der A380. Dann geht es weiter mit 1 Million Reisen auf dem 380er nächstes Jahr schon. Ja, ganz genau. Für Flüge, für die man sonst hätte keine Plätze anbieten können. Und das ist ja das, was ich auch von Topi gesagt habe, also vom CEO von Finnair, dass es im Moment wirklich Kapazitätsprobleme gibt, was die Preise neben dem Kerosin auch hochfahren lässt. Interessanterweise sagt er auch, die Kerosinpreise, so wie sie gestiegen sind, konnten auch die Ticketpreise angehoben werden. Also das heißt, es ist eine Mischung aus Kapazität, aber auch ein Teil der ganzen Geschichte ist auch, dass es nicht nur die für Nachfrage Überhänge sind und Angebot, die dann fehlen. Also insofern ist es Kerosin und auch ein bisschen die Mischung draus. Aber die 380 bietet halt wirklich 70% mehr Sitzplätze als ein 340-600. Und wenn die Maschine voll ausgelastet wird, wird sogar weniger Treibstoff verbraucht, was natürlich sehr gut ist. Der 380er ist aber leider nur ein temporärer Motor fürs Wachstum. Ganz einfach deshalb, weil man ab 2024 zwar noch 2 weitere
380er reaktivieren will. Und damit sind auch die sechs, die an die Airbus gegangen sind, wohl leider vom Tisch, muss ich dann sagen. Weil dann kommen ab 2025 sukzessive 10 A350-1000. Ja, krass, ne? Die gerade erst bestellten A350-1000er werden nach und nach Netzaufgaben der 380 übernehmen und dann ab Werk mit der neuen Allegris, und das ist ein neues Wort, was ich auch gelernt habe, Kabinenwelt sein. Und im nächsten Jahr und im Restjahr 2023 rechnet man mit 24 neuen Flugzeugen, 9 A350-900 und 15 787-9. Also das heißt, man geht davon aus, dass bei Boeing nichts mehr schief läuft. Finde ich spannend. Und das ist halt in meinen Augen richtig gut, dass wir da jetzt Bescheid wissen. Und das würde dann halt wirklich heißen, dass die 380er nicht wirklich eine Zukunft bei Lufthansa haben, nicht dann die neue Kabinenwelt der Allegris bekommen und wir einfach damit Ziele anfliegen können, die wir sonst hätten nicht anfliegen können. Ja, hier müssen wir können sagen. Also erstmal hier von meiner Seite aus das kurz als Update. Was denkt ihr weiter darüber nach, über den 380er? Ihr könnt das ja so quasi als Frage des Tages in Anführungsstrichen sehen. 380er, seid ihr froh, dass er kommt? Findet ihr es schade, dass er wirklich nur ein Intermezzo gibt? Und interessant halt wirklich, wenn man überlegt, dass 2023, 2024, dann 2025, wenn er wieder weggeht, wirklich für 2 Jahre einen riesen Aufwand gemacht wird. Und die Frage ist, lohnt sich das wirklich? Also das ist etwas, was ich äußerst spannend finde als Fragestellung. Und da muss ich natürlich sagen, krass. Das, was auch krass ist, finde ich, und da will ich das Thema zwischenschieben, ist die überflutete Toilette, die bei der 767 Steuerungsprobleme ausgelöst hat bei der Delta. Da ist es so, dass auf dem Flug von Europa in die USA diese überlaufenden Toiletten und menschliches Versagen natürlich dazu gekommen ist, die dann dafür gesorgt haben, dass die erstmal auf der 767-300 von Delta richtig Spaß gehabt haben. Und zwar ist es so, dass es natürlich ab und zu mal so ist, eine Toilette oder Toiletten nicht funktionieren. Wir haben es ja auch bei der 777-200 von Austrian gesehen, dass diese dreht um, weil die Toiletten, ich weiß gar nicht wie viele, also gefühlte 90% der Toiletten funktionierten nicht. Und der Flug von Prag nach New York am 7. Juli 2022, das ist der Flug DL211, hatte dort ein richtiges Problem. Die N181 Delta November, so ist die Kennung der Maschine, war ungefähr 50% der Strecke schon abgeritten. Und dann ist es so, dass man festgestellt hat, dass die Autopiloten sich abgemeldet oder abgeschaltet haben. Und dass der Autopilot sich abschaltet, da gibt es ja immer dieses Geräusch für, dann weiß man das auch. Aber keiner der drei Autopiloten konnte zugeschaltet werden. Also die haben alle immer direkt Dienst quittiert. Und das Flugzeug begann auch dann nach rechts zu driften. Eine Korrektur nach links war nicht mehr möglich. Die Flugbesatzung meldete die blockierte Vorsteuerung und arbeitete die entsprechende Checkliste dafür ab. Die Piloten haben dann natürlich logischerweise einen Notflug dekriert. Wenn man natürlich merkt, dass die Steuerung nicht mehr geht, dann hast du ein Problem. Und die Flugsicherung und die Zentrale am kanadischen Flughafen Gander Halifax hat gesagt, da runter. Und dann ist man auf einer Höhe von 12.000 Fuß mit einem Ruck begrüßt worden. Und dieser Ruck durch das Flugzeug hat bewirkt, dass wieder alles funktioniert. Und dann denkst du, was? Und das sind ungefähr 3.660 Meter, wenn man das nochmal ist. Und das hat natürlich einen Abschlussbericht der NTSB erfordert. Deshalb habt ihr auch gesehen, dass das etwas Zeit gebraucht hat. Und Aviation Herald hat diesen veröffentlicht. Und da ist es so, dass das Wartungspersonal versäumt hat, den Stromkreisunterbrecher für die Heizung des Ablassmastes zu schließen. Ja, heißt also, dass die Heizung natürlich dann nicht funktionierte. Die fiel aus. Und was passiert natürlich damit im ganzen Scheiß? Er fängt an zu frieren und es bildet sich Eis an dem Ablassmast. Und das ist sogar so weit gegangen, dass das Abfluss vom Abwasser in den Schacht des Hauptfahrwerks gelangt ist. Und dann ist das natürlich so, dass sich diese Eisgeschichten auch auf der Querruder
Systemkomponenten niedergelassen haben. Und damit ist natürlich das Problem dann, dass die Steuerung versagt. Die Maschine ist dann, nachdem sie gesunken ist, doch weiter geflogen, weil man noch genug Sprit hatte. Und das ist krass. Also man ist dann wirklich dahin geflogen, wo man hin wollte. Aber das Eis ist geschmolzen und das war dann auch der Ruck quasi, der dann abgefallen ist. Das ist relativ krass in meinen Augen. Habe ich so in meinem Leben noch nie gehört, aber man lernt halt immer dazu. Und daran sieht man halt wirklich, dass so Eisbildung richtig gefährlich ist, auch im Flugzeug selber. Und das ist die Geschichte, die wir lernen, dass gerade, wenn wir sehen, dass Menschen sich aus Verzweiflung, aus Afrika, Niger oder wo das war, sich in Flugzeugschächten versuchen zu verstecken, um dann irgendwo hinzufliegen, dass es da gar keine Wärme gibt im Zweifelsfall, auch keine gibt, wenn dieses Ding funktioniert. Und das ist doch in meinen Augen krass, dass man das nochmal so vor Augen geführt bekommt. Und ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei und das ist auch heute das dritte Thema. CityJet fliegt jetzt wieder für die Lufthansa im Sommer Wet Lease ab München und der irische ACMI-Spezialist fliegt dann mit dem 100-Sitzer nach Birmingham, Bordeaux, Kopenhagen, Manchester, Edinburgh, Marseille, Nizza, Tallinn, Warschau. Das sind so die Destinationen, die damit wahrscheinlich geflogen werden, weil das waren die, die auch beim letzten Mal geflogen sind. Mit Dresden und Stuttgart kann man sogar innerdeutsch die CRJ-1000 fliegen, wenn man möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei der CRJ-1000er diese Weight-and-Balance-Probleme gab und das Gepäck zurückgelassen worden ist. Irgendwas klingelt da bei mir im System. Und wer sich fragt, was ACMI bedeutet, das kann ich euch auch nochmal sagen, das ist Aircraft, Crew, Manning and Insurance, also ein klassischer Wettlease, wo man wirklich alles einkauft bei einer Fluggesellschaft und dann das machen lässt, ganz einfach. Aber es wird Lufthansa mal eingeben, es ist alles Lufthansa, Lufthansa, weil die für Lufthansa fliegen. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Eigentlich waren es ja vier Themen, wenn ich ehrlich bin, weil am Anfang habe ich ja auch so ein bisschen erzählt von meinem heutigen Tag. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich wieder auf die Sendung mit euch. Wenn ihr dabei seid, morgen werde ich wahrscheinlich auch wieder voraufzeichnen. Und ich denke mal, entweder kommen wir Samstag wieder frisch rein oder aber Sonntag, muss ich mal gucken. Aber ansonsten zähle ich auf eure Kommentare, auf eure Likes. Aber denkt dran, auch den Kanal zu abonnieren, die Glocke, Like und Kanalmitgliedschaft. Das war das, was ich gesagt haben wollte. Also, wie gesagt, Grüße nochmal aus meinem Hotelzimmer. Ich finde es toll, habe auch mein Nilpferd hier positioniert, damit ihr was zu sehen habt auf meiner... Also es wirkt röter, also es ist es eher so ein Orange. Also insofern passt das zu FQT-TV mit meinem blauen Bläser. Kragen ordentlich machen. Und danke, dass ihr da wart. Also bis morgen in alternde Frische. Und jetzt bin ich hier raus, bis dann richtiger Knopf gefunden.